heute ist für unsere Kirchengemeinde, aber ich denke auch für die Stadt Alfeld, ein besonderer Tag. Seit 2009, da hat das begonnen, haben wir angefangen mit der Superintendentur mit Glocken und Glockenstuhl einen langen Weg zu gehen, unsere großartige historische Bausubstanz für uns und aber auch für die nächste Generation zu bewahren. Die beiden Türme sind ein krönender Abschluss auf diesem Weg. Sie dominieren und prägen unser Stadtbilder und sie machen Bild und sie machen es doch auch unverwechselbar und schön. Wir stehen in einer langen Reihe von Generationen, die St. Nikolai durch ihr Leben begleitet hat. Die ältesten Teile dieser gotischen Hallenkirche sind romanisch und stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Man muss sich das mal vorstellen, ich habe gelesen in dem Dokument von 1886 des Kirchenvorstandes, da waren wir unter 4000 Einwohnern in Alfeld, im Mittelalter vielleicht so zwischen 1000 und 2000, die haben sich dieses Gebäude gebaut. Unvorstellbar. Also man kann sich nur verneigen in Demut vor dieser Leistung. Wir sind mit all denen, die vor uns lebten und nach uns kommen, verbunden im Glauben, im Gebet, im Trost und in Hoffnung auf Gott. Die Kirche erinnert uns daran, dass wir von Voraussetzungen leben, die wir nicht selber geschaffen haben. Sie ist ein Zufluchtsort für die Seele. Sie ist ein geistlicher Raum, in dem wir uns Gott nahe fühlen und Kraft schöpfen für unseren Alltag. Ich bin zutiefst dankbar und froh, dass wir gemeinsam dafür sorgen konnten, dass St. Nikolai in partnerschaftlicher Nachbarschaft mit dem Rathaus, mit dem Bürgermeister und dem Rat der Stadt weiter Segen und bauliches Juwel für die Stadt sein wird. An dieser Stelle also erstmal Dank an Sie, Herr Boishausen, an den Rat. Wenn ich das so zusammenrechne, sind so insgesamt wahrscheinlich jetzt seit 2000 knapp 5 Millionen hier in diesen Bereich geflossen. Und die Stadt ist immer kräftig dabei gewesen. Ich nenne Ihnen mal ein paar Zahlen, 200.000 für die Orgel, 95.000 für Glocken und Glockenstuhl. Dann hat die Stadt das Stiftsgebäude gekauft, damit wir die Subventur sanieren konnten, waren auch so zwischen 100 und 2.000 Euro. Von diesen 1,4 Millionen für den Turm liegt die Hälfte bei der Stadt, 435.000 des Daches, also gewaltige Summen. Also wir sind von Herzen dankbar und froh, dass wir das geschafft haben. Natürlich hat die Landeskirche auch viel Geld gegeben, der Kirchenkreis war dabei, also wir sind sehr, sehr dankbar. Sie kennen das, Goethe hat einmal gesagt, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Ja, wir erwerben das Erbe unserer Kirche, wenn wir sie erhalten, das machen wir jetzt, mit Leben füllen, nutzen und es den Menschen hier und heute auch eben in diesem Augenblick ermöglichen, sich in ihren Mauern zu beheimaten, Gewissheit für sich zu finden, dass sie gewollt sind, dass sie nicht vergeblich leben und dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin froh, dass wir diese Chance jetzt wieder von neuem bekommen, auch für die nächste Generation. Und ich danke allen, die auch heute gekommen sind, um jetzt den Abschluss mit der Turmbekrönung auch mitzuerleben und mitzugestalten. Ganz besonderen Dank auch nochmal an Sie. Nichts, was würden wir ohne die handwerkliche Kunst machen. Das ist hier noch etwas Besonderes, so ein Dach mit besonderen Anforderungen. Und was hätten wir ohne die Kompetenz des Amtes gemacht für Bau- und Kunstpflege? Sie sind jetzt noch nicht so lange da, aber Herr Paul hat das wirklich überragend alles gemanagt. Kann man nicht anders sagen. Es ist alles glatt gegangen. In diesem Sinne würde ich ganz gerne mit Ihnen anstoßen. Wir machen das so, da stehen lauter einzelne Flaschen. Jeder geht jetzt schön einzeln hin, wahrscheinlich was, und nimmt sich einfach was. Und dann, wenn wir was haben, stoßen wir an. Ja, und dann verschließen wir die Kapseln, vielleicht noch so viel, wir haben 3 Stück. In dem einen sind Zeitungen, Gemeindebrief und Geld. Und noch in dem anderen sind die Dokumente des Kirchenvorstandes von 1886, 1925 und unsere. Wir haben diesmal auch einen Patronatvertrag beigelegt. Für die Nachwelt sicher auch interessant. Ja, und dann gibt es noch, das ist ein, ja, Schmankerl beinahe. 1925, man muss sich vorstellen, Alfeld ist eine alte Industrie- und auch Arbeiterstadt. Und unsere Vorfahren haben 1925 ein Zeichen gesetzt. Sie haben nämlich auch den Vorwärts
und auch noch ein kommunistisches Blatt und noch ein Sportplatz mit reingetan. Sicherlich, um die Kirche an ihre soziale Verantwortung zu erinnern. Bruder Iris, wir freuen uns jetzt auch gleich noch auf Worte von unserem Bürgermeister, die sich hier vielleicht gut anfühlen. Ungewöhnlich beginnen, was eigentlich gar nicht ungewöhnlich ist, weil sowas habe ich tatsächlich im Ergebnis noch nie erlebt. Ich möchte mich bei der ausführenden Firma wirklich ganz herzlich bedanken, weil sie etwas geschafft haben in Eifeld über Facebook, dass sie das, was sie dort oben gemacht haben, was ja keiner sieht im wahrsten Sinne des Wortes, transparent gemacht haben. Sie haben auch zur Sachverhaltsaufklärung eines Brandschadens bei Sappi beigetragen. Ja. Das sind moderne Zeiten, also das hätte man sich 1925 gewünscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sie haben eben, finde ich, eine ganz spannende Konstellation geschaffen, Ihre Handwerkskunst auf der einen Seite zu zeigen und den Eifelderinnen und Eifelder auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Ihre Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zu geben. Und das ist ja etwas ganz Besonderes, wenn man da oben steht und dann quasi über das Rheintal Richtung Hannover gucken kann. Und wenn das Wetter dann einigermaßen gut ist, kann man auch Teile des Harzes von da oben tatsächlich wahrnehmen. Es ist viel über das Patronat gesprochen worden. Und das ist, und da sind Herr Behrens und ich in vollkommener Übereinstimmung, das ist schon erstmal etwas Besonderes, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir sprechen ja hier nicht über ein Haus per se, sondern wir sprechen hier über das Haus Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Gemeinde sich zusammenfindet. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich auch dieser Gemeinde angehöre. Ich bin hier in dieser Kirche, habe ich meine Konfirmation erlebt. Ich räume das immer ein. Einmal mussten wir ausweichen, weil nämlich hier ein Termin drin war zu meiner Taufe. Das hat dann in Heilung stattgefunden. In dem Punkt, also ich kann nichts, natürlich, ich war nicht entscheidungstechnisch beteiligt in diesem Fall, aber dieses Gebäude ist eben etwas anderes, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich ist es städtebauprägend, aber hier findet Leben statt. Leben im christlichen Sinne, im Sinne auch unserer Landeskirche, und das ist eben etwas ganz Besonderes. Und dem fühlt sich der Rat im wahrsten Sinne des Wortes verpflichtet, denn für die, die das Patronat nicht insofern inhaltlich kennen, in dem Punkt, es ist eben etwas ganz Besonderes, und Christian Ludwigs hat es erlebt. Wir haben Rechte und Pflichten, das ist gar keine Frage, aber eben auch im Hinblick auf die Patronatsstelle, die pastorale Patronatsstelle, hat der Rat ein ganz entscheidendes Wort mitzusprechen. Stimmberechtigt im Übrigen sind in diesem Fall nur die Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover, andere nicht. Ich sage das ganz bewusst, weil die auch Teilbereiche des Braunschweiger Landes in unseren kommunalen Grenzen haben. Und das zeigt eben die Verbundenheit. Und dass die Bürgerinnen und Bürger, als diese Kirche in ihren Grundmauern entstanden ist, und das Rathaus ist 1586 in der jetzigen Form entstanden, es wird also tatsächlich auch weitaus früher schon vorhanden gewesen sein in seinen Grundstrukturen, dann sieht man hier etwas, was in der heutigen Gesellschaft aus meiner Sicht, und ich darf das betonen, leider eben nicht mehr so gegeben ist, nämlich die Nähe zwischen Politik und Kirche, also zwischen weltlicher Vertretung im Sinne dann des Rathauses und eben geistlicher und geistiger Vertretung im Sinne dieser Kirche. Und dieses Näheverhältnis, und deshalb betone ich das so, natürlich ist das Städtebau prägend und nämlich das, was dann da ist, wieder neu zu entdecken. Und ich kann nur hoffen, dass also eben die Situation, die wir jetzt gemeinsam geschaffen haben, in die Zukunft so weit reicht, dass der Patron sich in der nächsten Zeit vielleicht mit Zahlung etwas zurückhalten dürfte, vielleicht, in dem Punkt. Aber dass es eben ganz einfach ein Symbol für diese Stadt ist, und jetzt auch noch im übertragenen Sinne. Allein kann man das eine oder andere gestalten, gemeinsam zusammen in einem sehr konstruktiven Miteinander kann man sehr viel mehr bewegen. Und das ist ein Synonym für die Stadt Eifelweine und es manifestiert sich heute hier auch in dem, was wir feiern. Und insofern bin ich dankbar, und besonders dankbar bin ich dafür, dass keiner vom Dach gefallen ist. Denn so eine Baustelle ist immer etwas, was mit Gefahr verbunden ist, in der entsprechenden Höhe. Ich habe meinen ersten Stadtrat gebeten, heute auch mit dabei zu sein, hat gesagt, er möge dann auch hochfahren. Also er hat gesagt, ab dieser Höhe wäre das für ihn problematisch. Und ich kann mir einigermaßen vorstellen, was Sie da oben auf dem Dach erleben, bei Wind und Wetter dort zu sein. Und insofern liegt eben auch Gottes Segen auch auf Ihre Arbeit, dass alle wieder heil nach Hause gekommen sind. Insofern herzlichen Dank, dass Sie mich haben. Ich habe an der Musik gefreut, die Sie oben haben. Wissen Sie, das Tolle war nämlich, bei mir in der Super in der Natur, Mönchehof, hat sich diese Musik gefangen. Und ich habe immer kräftig gehört,
was Sie oben zur Unterstützung Ihrer Arbeit auch gehört haben. Das ist das eine. Ich möchte im Namen der Hannoverschen Landeskirche, unseres Kirchenkreises und des Sprengels Danke sagen für die hervorragende Arbeit, für die gute Kommunikation, für die Unterstützung. Stadt und Kirchengemeinde gehen hier Hand in Hand. Ich bin ganz ehrlich auch oft gefragt worden, Frau Superintendentin, warum investieren Sie so viel in Steine? Aber das ist ja nur die eine Seite. Diese Steine sind ja für die Beine da, für die Menschen, die sich hier versammeln. Das kirchliche Leben und zur Ehre Gottes geht immer in zwei Richtungen. Und dass wir dieses Haus haben, in dem Gottes Ehre wohnt, in dieser Stadt, das ist gut. Wir sollen der Stadt und der Menschen Bestes suchen. Dieses ist ein Beitrag dazu. Möge Gottes Segen weiter auf diesem Hause ruhen. Wollen Sie noch was dazu erzählen, Sie wegen? Was wir einpacken? Also Sie haben ja, also ganz kurz, was packen wir ein? Erstmal haben wir Zeitung, Gemeindebrief, alte Bilder, also das muss man sich mal vorstellen, das ist von 1925. Hat das alles hier schadenlos überstanden, all die Jahre, die es oben auf dem Dach waren. Und zu den Zeitungen haben wir noch einen Brief gelegt, den der Gemeinde jetzt in der Corona-Zeit geschrieben hat. Danke, Franking, dafür haben Sie ja gesorgt. So, das ist das eine. Das andere ist, die ganzen Dokumente und Berichte der Kirchenvorstände, 1886, 1925 und jetzt, wo wir also versuchen, das, was wir hier baulich machen, auch zeitgeschichtlich einzuordnen und auch die wichtigen Personen, die hier handeln, mit zu berücksichtigen und zu würdigen. Ja, das ist die zweite. Und dann, das ist wie gesagt das Schmankerl so ein bisschen, habe ich vorhin schon erzählt, Vorwärts, eine Sportzeitung, auch eine Zeitung der Kommunisten. Also, wie gesagt, die Erinnerung an die Kirche, ihr seid nicht nur für die guten, wohlhabenden, gut situierten, wohlhabenden Leute da, sondern ihr habt eine Verantwortung auch für die Armen und Schwachen. Und hier eben besonders auch für die Arbeiter in so einer Stadt. So interpretiere ich das jetzt mal. So, du musst Geld in deine Büchse rein. Ja, wir haben in dieser Büchse kommt noch ein bisschen Geld, ne? Was Sie da sehen, ist Notgeld aus der Inflationszeit, 22, 23, kommt alles wieder rein. Also alles, was wir gefunden haben, Frau Grafenkamp, unsere Museumschefin, hat das gesichert, fotografiert. Die Zeitung für den Brandschirm, was wir von uns gemacht haben. Ja, sehr gut, ja. Die tun wir mit rein. Dann hier, wo wir die Begrünung aufgemacht haben. Super, ja. Das ist gut. Und eine RZ von heute. Ja. Dann haben wir eine Luftaufnahme von uns reingepackt nochmal. Also, die haben wir irgendwo auch schon mit drin und ein paar Bilder. Aber vielleicht sollten wir die drauflegen, das finden die Leute das nicht. Ach, das schlauen die doch alles erstmal. Ja, wir haben das doch gut. Wir haben das doch auch zerpflückt. Die werden genauso neugierig sein wie wir. Ja, das ist Stick habe ich, aber es überlebt haben wir ja im Nordturm auch schon mit drin. Das ist interessant. Alle Fotos und Videos, die auf der Seite entstanden sind, durch mal jetzt am Südturm, die haben wir jetzt leicht überlebt. Vielleicht. Vielleicht überlebt es auch nicht. Ja, gut, das können wir so machen. Kannst du da vielleicht eine Art der Zeitung nach oben legen? Was machen wir nicht alles? Die? Ja, die. Die? Ja, mit Ihnen. Genau. Ja, mit der Farbe. Ja, da will ich noch. Ja, das muss man nicht. Langsam zubauen. Ich finde toll, dass wir drei Kapseln haben. Ne? Also, so können wir der Nachbar etwas überliefern. Visitenkarte, nicht? Damit in 100 Jahren die Leute immer noch zu Ihnen kommen. Zum Enkel. Ja, was mit der Gewährleistung? Hier machen wir eigentlich mehr Platz. Ich würde die Fotos in die Mitte mit reinholen. Ja, das ist kein Problem. Alles gut. Kugelschreiber, damit die gleich aufschreiben können, was sie gefunden haben. Wenn die noch wissen, was schreiben. Ja, genau. Das kann man so ein bisschen drehen. Ist von der Seite auf die Kugelschreiber? Ja, genau.
Da hast du wieder das Stück drin. Ja. Ja. Das Geld. Ja, das Geld. Ja. Eins. Decke 2 und Decke 3. Da haben wir die große auch tatsächlich. Oh ja, jetzt geht es mit vom Wetter heute. Gut. Kann man alles hochfahren. Das ist nämlich leicht. Ach, hier. So hohe Kräfte sinnvoll mal. Sinnvoll, genau. Sinnvoll. Thank you.
würde? Mit beiden Händen noch mal anpacken? Thank you.